Ich finde das hier nicht so wahnsinnig wichtig. Also wenn die Zeit wirklich knapp ist, dann dürfen Sie diese Dinge hier auch lassen. Es ist in Ordnung. Es ist, ja. Aber bietet eigentlich wenig zusätzliche Informationen. Gut, hieraus machen Sie bitte das Packungsjahr. Parkoholkonsum wurde mit einem Glas B, verneint. Ja, ist in Ordnung, Therapie. Diclofenac bei Bedarf. Ist das Ihre Therapie? Oder sind das Medikamente bei Aufnahme? Ja. Aktuelle Anamnese. Also das wage ich zu bezweifeln, dass das Ihre Therapie war. Symptom vor dir, dass sie Zifferkilden, Fatigue, Nachtschweiß, Dysphonie und Dysphagie. Ja. Bisschen sei. Zustand, Mastektomie vor. Ja, sei Zustand nach ist eigentlich keine gute Grammatik, aber ich wüsste auch nicht, wie man es anders. Sie ist im Zustand nach. Ich würde das Zustand nach hier in diesem Zusammenhang so in ganzen Sätzen nicht schreiben. Ich würde sagen, die Patientin wurde nach mastektomiert oder hatte eine Mastektomie nach Mammakarzinom. Ja, ich finde das unglücklich. Ich glaube auch, ich hatte Ihnen das so ähnlich vorgeschlagen. Also da habe ich Teilschuld dran hier. Aber das gilt eher fürs Mündliche. Ja, zum Schriftlichen ein bisschen anders, weil das ist einfach keine gute Grammatik. Würde ich jetzt mal so.